So, ja, hallo. Heute möchte ich euch mal ein neues kleines Tool vorstellen, was ich gemacht habe. Und zwar geht es darum, Trenddaten aus einem Cosmo-Web auszulesen und bei Bedarf auch als oder per E-Mail zu verschicken. Ja, und da wollte ich mal kurz zeigen, wie das funktioniert. So, ja, als erstes brauchen wir natürlich einen Cosmo-Web, wo die Trendspeicherung aktiviert ist und wo auch ein paar Rezepte angelegt sind. Ich verbinde mich jetzt gerade mal hier mit unserem Cosmo Web in Rheine. Da haben wir unsere Eigenanlage namens Aquarium, das ist unser Schulungsraum. Ja, wie wir jetzt sehen können, wenn ich jetzt mal den Trend aufrufe und Rezept öffnen mache. Dann kommen hier auch gleich ein paar Rezepte und haben einmal alles, viermal RT, alles keine Haken, was weiß ich, das sind halt ein paar Rezepte, wo Datenpunkte hinterlegt sind. Ja, und die möchte ich jetzt hier ganz gerne mit dem Tool einrichten, dass die automatisch vom Webserver runtergeladen werden, gezippt und dann als E-Mail an eine meiner E-Mail-Adressen gesendet werden. So, und das bereite ich jetzt mal vor. Als erstes Wichtiges brauchen wir die sogenannte Anlagennummer. Die sehe ich hier oben. Die ist immer ganz wichtig. Also wenn ich so eine Anlage im Cosmo-Web ausgelesen habe, kriege ich immer eine eindeutige Nummer. Und die muss ich kennen. Und als zweites, was ebenfalls wichtig ist, ist der Name des Rezeptes. Also eben alles. Also das Rezept hieß alles, also das muss ich auch kennen. Ja, und dann kann ich mich schon an die Konfiguration meines kleinen Tools machen. Ja, dafür beende ich jetzt erstmal wieder das Kontrollpanel. Anlagennummer habe ich mir gemerkt, die 1. Ja, und dann gehe ich mal auf meine Homepage, stevistools.de. Nee, bitte nicht per FTP. Sondern ganz. Ey! Meine Güte. stevistools.de. Der liebe Firefox. So, da komme ich dann auf Spielereien. Und da habe ich heute den Trend-Downloader reingestellt. Ist noch eine ganz frühe Version. Für Kritik etc. Ne? Wie immer, bin ich gerne zu haben. Einfach aufs Bild klicken. Datei speichern. Dann gibt es hier diesen Rezept-Downloader, das ist eine ZIP-Datei. Ja, und die kopiere ich mir einfach mal auf den Desktop und sage, entpacken in Rezept-Downloader. Das war der erste Schritt. So, jetzt liegt hier das Verzeichnis auf dem Desktop. Kann ich auch gerne umbenennen, wie ich das mag. So, ich habe das Programm in zwei Teile aufgeteilt. Und zwar ist es einmal der Konfigurator, das ist für die Erstellen der INI-Datei, für die Konfiguration. Und der eigentliche Downloader, den rufe ich dann bei Bedarf auf über die Aufgabenplanung oder etc. einmal die Woche. Und der führt dann entsprechend die in der INI-Datei angegebenen Befehle aus, beziehungsweise lädt die angegebenen Rezepte runter und verschickt die per E-Mail und so weiter. Ja, dann rufe ich mal den Konfigurator auf. Da ist jetzt ja erstmal so nichts drin. Ja, und den muss ich jetzt mit Informationen füttern. Fangen wir mal an. Server-IP. Die kann ich ganz normal eintippen. Ups, das ist jetzt der hier in Rheine, unser Webserver. Dann muss ich eine Anlagennummer eintippen. Wir hatten uns jetzt gemerkt, in dem Fall die 1. Und den Rezeptnamen, der hieß alles. Bitte Groß-Kleinschreibung beachten. Wenn ich das gemacht habe, drücke ich auf Plus und das erste Rezept ist drin. Ja, das war es auch schon, was ich grundsätzlich brauche, um die entsprechenden Rezepte runterzuladen. Und das würde ich jetzt gleich direkt mal probieren. Anzahl der Tage habe ich jetzt mal 7, also ich würde jetzt mal 7 Tage runterladen. Beende ich den. Jetzt wird hier eine INI-Datei angelegt. Und jetzt kann ich den Downloader starten. Und nach ein bisschen Zeit, zack, zack. Hat es hier ein bisschen geklickert. Es wird eine Logdatei angelegt.
File-Download Success. Also hat eine Datei runtergeladen und dann hat mir die auch gleich in ein ZIP-Archiv gepackt. Also das ZIP-Archiv ist hier mit dem Datum und die Uhrzeit voran. Wenn ich da reingucke, gibt es eine Alles-CSV. Das ist das Rezept Alles. Und da sind die angelegten Datenpunkte drin. Das ist eigentlich alles, was ich erstmal brauche. So, dann gehe ich nochmal rein, laden wir den Konfigurator hoch, dann hat man noch ein Rezept 4 mal RT, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Beenden. Downloader starten. Ne, erster hat er gekriegt. Zweiter hat er gekriegt. Gucken wir mal in die Logfile rein. Das 1 Unterstrich steht übrigens immer für die Anlagennummer. Also das heißt, ich kann ja auch ein Rezept haben, was gleich heißt und in verschiedenen Anlagennummern ist. Darum habe ich jetzt Dateinamen immer hier vorne voran die Anlagennummer und dann Unterstrich und dann den Rezeptnamen gemacht. Neue ZIP-Datei dazu gekommen. Und da ist jetzt unser zusätzliches Rezept drin. 4 mal RT. Für mich sieht es genauso aus. Wie das alles. Ja, jetzt gucken wir nochmal nach. Control Panel, was haben wir noch für Rezepte gehabt? Control Panel startet. Rezept öffnen. Dück, dück, dück. Ich wähle das Aquarium aus. So. 4 mal RT, alles, Komma, keine Haken. Auch das lege ich mir mal an im Konfigurator. Alles, Komma, keine Haken. Und zu Lüfter GA50 und Raumdruck. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben. Raus. Downloader starten. 1 ist da. 2 ist da. Alles, keine Haken ist da. Zack, zack, werden alle gezippt und auch gleichzeitig gelöscht. Zulüfter GA50. Na, da sehe ich jetzt wieder 9.12. bis vom 2.12. Also es sind auch 7 Tage. Ja, dann öffnen wir das mal, das Rezept. Zulüfter GA50. Also wie wir sehen, da sind definitiv hier die ganzen Werte drin. Ja, dann mache ich mir nochmal ein neues Rezept mit einem Datenpunkt. Plus, plus, plus. Ich kenne die Anlage jetzt ja nicht so gut. Aber oben Mitte, Raumtemp 1. Gute Frage. Glaube, bei dem Herrn Bauer müsste das TF50 sein. Ne? Ja, gucken wir doch mal aus der Open. Trend, Eingabe, bla. Ja, da haben wir jetzt zweimal den Datenpunkt TF50 drin. Diese Woche. Natürlich Blödsinn, dann schmeiße ich den einmal raus. Das Rezept speichere ich jetzt auch im Aquarium. TF50. So. Habe ich da eine runde Sache in meinen Konfigurator rein. Rezept TF50 und Plus und beenden und den Downloader nochmal starten zum Testen. 1, 2, 3, 4, 5. Und auch das hat geklappt. Da ist mein neues Rezept TF50. Jawohl, da habe ich jetzt nur die Außentemperatur. Eine Besonderheit noch. Und zwar kann ich auch bei der Konfiguration hier oben 0 Tage reinschreiben. Wenn ich das mache, dann liest der die Datensätze aus, die seit dem letzten Programmstart aufgelaufen sind. Also er merkt sich das letzte Mal, wann er gestartet wurde. Und wenn ich da eine 0 drin habe, dann wird ja für den Zeitraum entsprechend die Trends aufrufen, habe ich mir so überlegt. Also dann hätte ich jetzt, wenn ich sage, ich rufe es nur einmal die Woche auf,
Dann kann ich entweder sagen 7 Tage oder aber ich sage, ich mache es 0, dann würde er entsprechend die Daten seit dem letzten Aufruf runterladen. So, aber mache ich es jetzt zu. Ich will noch zeigen, wie ich das als E-Mail versende, das Ganze. Ich mache den jetzt mal zu. Also ich habe jetzt meine Konfiguration erstellt. Ja, und dann will ich auch das auch als E-Mail versendet haben. Ja, und das machen wir auch gleich mal. Ja, dann trage ich jetzt mal meine Zugangsdaten ein für meinen SMTP-Server. Ich benutze in dem Fall Freenet. Das sei Ihnen aber freigestellt. Also Google etc. tut es genauso. Da muss ich immer ein bisschen überlegen. Empfänger, da mache ich dann mal meinen von Name Steve Schulze und von Mail. Da könnte man jetzt auch einen gültigen Alias eintragen. Ich nehme denselben wie den Benutzer. Ja, das Ganze abgespeichert in der INI. Ich rufe den Downloader auf und dann probieren wir es doch mal. Also er lädt jetzt neu runter die Daten. So, und jetzt sagt er mir hier einen Fehler. Not available, Transportfehler. Also da habe ich jetzt einen Fehler in meiner SMTP-Konfiguration. Da gucke ich mal nach. Aber auch das kriege ich noch raus. Ja, Tatsache, da war jetzt noch ein Fehler in meinem Benutzernamen. Hatte ich mich vertippt. Dann nochmal das Ganze. Das habe ich jetzt korrigiert in meiner Konfiguration. Wenn ich ihn jetzt nochmal ausführe, lädt er sich die Rezepte runter für die letzten 7 Tage. Zippt die. Zing. Jetzt dauert es einen kleinen Augenblick. Das Ganze ist so gemacht, also es werden keine großartigen Konsolenausgaben generiert. Das hat den Hintergrund, wenn ich den als in der Aufgabenplanung auf einem Web, auf einem Server machen möchte, dann soll das ja auch beim nicht angemeldeten Benutzer funktionieren. Ja, und da ist es dann besser. Ah ja, sehen wir. Mail ist raus. Ich kriege jetzt hier eine Statusanzeige mit meinem entsprechenden Text. CosmoWeb Trend Upload. Und da sind die entsprechenden Daten. Ja, wunderbar. Hat also funktioniert. Das war es dann soweit von meinem kleinen Tool. Ich wünsche damit viel Spaß. Wenn Sie was feststellen, einfach kurze Mail an mich. Ja, ich freue mich über jede Response. Besten Dank. Tschüssi.